Yo, yo, ihr verrückten Biester, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mit dabei ist der Tillmann, hallo. Grüßt euch. Ja, und wir möchten euch heute eins unserer Spendenprojekte vorstellen. Wir haben das Ganze schon mal im Stream gezeigt, beziehungsweise wir haben schon im Stream angefangen daran zu bauen. Deswegen würde ich sagen, ich gehe jetzt einfach mal auf den Pixelbuild-Server. Ihr seht, worum es geht. Es wird um diesen Wirbelsturm gehen. Tillmann, möchtest du uns mal erklären, was das denn für ein Projekt ist oder wofür wir diesen Wirbelsturm gebaut haben? Ja, sinnbildlich soll dieser Wirbelsturm für die Wirbelstürme Eta und Iota stehen, die letztes Jahr im November auf Mittelamerika getroffen sind und dort zu großer Vernichtung geführt haben. Und zwar da wichtig, vor allem auch einfach diese Naturgewalt so zerstörerisch wie möglich in dem Moment erstmal darzustellen. Also man sieht ja hier zum Beispiel Häuser, die aus ihren Grundfesten gerissen sind, tatsächlich auch weitere Felder, die jetzt dadurch vernichtet werden. Genau, das ist alles ein bisschen übertrieben. Ganz so krass war das natürlich nicht. Zum Glück nicht. Uns ging es dabei vor allen Dingen darum, dass wir ein Bild schaffen wollten, was einem so im Gedächtnis bleibt und was vielleicht auch so einen kleinen Aha-Moment schafft. Also, dass man jemanden mal so ein bisschen aufmerksam macht darauf. Das Ganze sieht zwar dadurch, dass es in Minecraft gebaut ist und so eigentlich schön aus und da ist auch sicherlich eine große künstlerische Komponente dabei. Trotzdem geht es uns eigentlich nicht darum zu zeigen, oh, guckt mal, wie schön das ist, sondern eigentlich wollen wir nur da, wir wollten halt nur so ein Bild erschaffen, was im Kopf bleibt. Es ist natürlich was sehr, sehr Schlimmes. Und diese Wirbelstürme, die sind in Nicaragua aufgetreten. Vielleicht sagst du uns mal, wo in Nicaragua das war. Ah, das war in der Partnerregion San Marcos. Da sind wohl sehr, sehr große Unwetter dann geschehen und haben da vor allem auch 70 bis 90% der Anpflanzungen von Mais, Bohnen und auch Sorghum vernichtet und damit dann auch die Lebensgrundlage vieler Menschen dort in dieser Region einfach genommen. Das sollte hier vor allem auch durch die Felder, die jetzt hier unten in dieser Szene mit eingebaut sind, einfach dargestellt werden. Genau, die da alle zerstört werden und naja, dass die Häuser da jetzt rumfliegen, das ist vor allen Dingen so, weil das halt die Lebensgrundlage für die Leute ist. Häuser sind verdeutlichen das nochmal ein bisschen übertriebener und so. Prinzipiell auch steht auch für die Darstellung jetzt der Infrastruktur, die dadurch auch natürlich sehr großen Schaden erlitten hat, also Straßen, dann natürlich auch verschiedene Netze, Strom und so weiter. Und ich habe das damals einfach auf Facebook mitbekommen. Ich frage mich nicht, warum ich auf Facebook war, weil ich bin da wirklich nur ganz selten, habe wahrscheinlich einen Pixelbeast-Beitrag geteilt oder so. Und habe das gesehen und dachte mir dann so, ja, ich schau mir das mal kurz an. Und wir haben tatsächlich an dem Tag, wo ich das auf Facebook gelesen habe oder wo ich auf deren Seite gegangen bin, haben wir direkt angefangen, diesen Wirbelsturm zu bauen. Das war der Livestream, in dem wir den gebaut haben. Wir haben uns das halt angeguckt und fanden es einfach sehr sinnvoll, weil das Ganze, es geht dabei um Hilfe zur Selbsthilfe. Also es ist nicht einfach nur, dass das Symptom von dem Ganzen bekämpft wird sozusagen. Also nicht, man gibt einfach nur Geld dahin und dann haben sie ein bisschen Geld zum Leben, die Menschen dort, sondern man spendet Geld und das Geld wird dann verwendet, um die Saat aufzufüllen. Wollen wir jetzt schon zum zweiten Teil des Bauwerkes gehen, weil das hier ist jetzt praktisch ja nur der Eyecatcher des Ganzen. Genau. Es gibt ja eigentlich noch einen zweiten Teil vom Bauwerk, der eigentlich noch viel wichtiger ist. Richtig, denn vor allem auch die Darstellung dann wiederum des Wiederaufbaus. Also einerseits hat natürlich dieser Wirbelsturm vieles zerstört, aber wir versuchen jetzt natürlich auch euch darauf aufmerksam zu machen, auch mit zu spenden, damit diese Region natürlich dann auch später dann wiederbelebt werden kann. Und dafür haben wir noch eine zweite Welt, also eine zweite Minecraft-Karte gebaut. Übrigens, falls ihr euch fragt, ja, es gibt das Ganze auch zum Download. Ihr könnt das am Ende selber jeder spielen. Und dazu sage ich dann, wo ihr das findet, sage ich dann am Ende des Videos nochmal was. Ich bin jetzt hier in dem kleinen Dorf, was gebaut wurde, inmitten der Felder. Uns ist durchaus bewusst, dass jetzt zum Beispiel nicht alles, was man jetzt hier sieht oder so, entspricht der Realität. Darum ging es uns aber auch gar nicht. Wir wollten praktisch vor allen Dingen zeigen, was daraus Schönes entstehen kann. Also daraus, wenn Geld vorhanden ist, um Saatgut wieder zu nutzen. Genau, das Geld, was gespendet wird, wir wollen 1.000 Euro spenden, beziehungsweise wir haben schon 1.000 Euro gespendet, wir waren auch schon dort, wir haben den Spendencheck schon übergeben und ja, das soll dazu genutzt werden, dass Saatgut aufgefüllt wird und also Saatgut wie von zum Beispiel Mais und grünen Bohnen. Ja, hauptsächlich, ich denke auch noch Sorghum und so weiter. Ja, genau, aber stimmt. Dann soll aus dieser gesamten Saat, kann natürlich dann erstmal Essen gewonnen werden, aber dann auch wieder neues Saatgut. Das heißt, man spendet dann einmal und davon kann man dann aber, haben die Bauern dort vor Ort sehr lange etwas. Das ist ja auch mit Ziel des ganzen Projektes, auch mit die Landwirtschaft dahingehend auch zukünftig wetterfester zu machen und umweltresistenter. Deswegen haben wir auch hier zum Beispiel die Silos hingebaut, weil die halt ganz zentral und sehr wichtig sind für das ganze Vorhaben. Genau, denn es sollen auch weitere Metallsilos dort zur Verfügung gestellt werden, sodass halt
halt eben eingeholte Ernte dort nicht gleich auch zerstört werden kann und dort auch einfach wetterfester gelagert werden kann. Kann man ja mal von oben auch zeigen, wie viele Felder das hier sind. Das war tatsächlich relativ viel Arbeit, weil wir die Map ja auch zum Download geben wollen. Ja, neben diesen ganzen großen Feldern, die wie gesagt das Zentrum, so das Herz von allem sind, gibt es zum Beispiel hier auch noch ein kleines weiteres Asset. Das ist einfach so ein Haus, was sich im Wiederaufbau befindet. Das sieht natürlich dort vor Ort nicht genauso aus. Das ist einfach nur ein symbolisches Bild. Ja, der Contest soll auch schon bald losgehen, also je nachdem, wann das Video erscheint, in 1 oder 2 Tagen. Am 30.04., das ist wieder mal ein Freitag. Und der Contest soll da um 14 Uhr beginnen. Wir schauen dann im Stream wahrscheinlich auch mal vorbei, weil das ist ja wieder ein Freitag und wir streamen immer freitags. Das heißt, wir starten wahrscheinlich so ungefähr 17 Uhr und schauen uns das Ganze dann mal an. Weil beim nächsten Stream würden wir uns generell wünschen, dass viele dabei sind, weil da werden wir auch unser neues Merchandise veröffentlichen. Ihr wisst ja, wir hatten früher schon Merchandise. Wir haben aber jetzt den Anbieter gewechselt und ja, da werden halt ein paar Sachen veröffentlicht. Und das Coole ist, dadurch, dass die Sachen dann schon veröffentlicht werden, können wir die dann auch beim Contest gleich als Gewinne rausgeben. So, es gibt halt so eine coole Lampe, so ein Pixelbeaster T-Shirt mit einem Frontprint und einem Backprint und dann noch eine Pixelbeaster Tasse. Aber darum soll es jetzt erstmal gar nicht gehen. Da mache ich vielleicht nochmal ein separates Video dazu. Vielleicht schneide ich das auch einfach mal in den Stream rein, wie wir überhaupt auf diese Merch-Ideen gekommen sind, weil, naja, da steckt so ein bisschen die Vergangenheit von Pixelbeaster mit drin. Genau, also der Contest wird vom 30.04. bis zum 2.05. laufen, also genau 2 Tage. Contestende wird dann am 2.5., das ist ein Sonntag, 19 Uhr sein, weil wir haben am Sonntag immer eine Teambesprechung und in dieser Teambesprechung werden wir dann 10 Plots aussuchen und die Plots werden wir euch dann wiederum vorstellen und wir lassen euch dann am Ende auf YouTube abstimmen, wer gewinnen soll. Also wir suchen zwar 10 Plots aus, aber ihr entscheidet am Ende den Gewinner. Wie genau das ist, werden wir dann am Montag in einem Livestream, denke ich mal, erklären. Und ihr habt dann eine Woche lang Zeit, um abzustimmen. Und am nächsten Freitag werden wir dann schauen, wer gewonnen hat. Und dann können auch schon die Gewinner uns ihre Sachen schicken und kriegen dann die Merchandise zugeschickt und sowas. Ihr habt zwar nur 2 Tage Zeit, aber die Plotgröße wird auch nicht so groß sein. Es ist nur ein 31x31 Blocks Plot. Also das sollte man auch in 2-3 Stunden, wenn man geübt ist, vollbauen können. Uns geht es dabei aber vor allen Dingen, dass ihr euch vielleicht ein paar wirklich kreative und coole Ideen ausdenkt, wie ihr das Thema umsetzen könnt. Also wir werden natürlich auch auf die Bauqualität gucken. Aber uns ist auch wichtig, dass ihr eine Message vermittelt und dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt habt. Das Thema soll, wie gesagt, der Wiederaufbau einer Dorfgemeinschaft nach einer Naturkatastrophe werden. Wobei aber der Fokus vor allen Dingen auf dem Wiederaufbau der Dorfgemeinschaft liegen soll. Richtig cool wäre das natürlich, wenn ihr euch bei dem Ganzen so ein bisschen mit Nicaragua und der Thematik, die wir jetzt hier vorgestellt haben, beschäftigt. Ihr könnt natürlich auch gerne was machen, was ähnlich ist wie unseres, aber vielleicht habt ihr auch bessere Ideen oder vielleicht auch innovative Ideen für einen konstruktiven Neuaufbau. Dafür schaut am besten auch nochmal auf unserer Webseite vorbei, da ist das auch alles nochmal erklärt und ja, ihr müsst euch das jetzt nicht alles merken, weil das jetzt ein bisschen viele Fakten sind so auf einmal. Ja, so viel erstmal dazu. Wir hoffen, dass viele Leute von euch mitmachen und macht auch mit, wenn ihr jetzt nicht extrem gut im Bauen seid oder so. Wie gesagt, wir versuchen auch Plots für die Bewertung rauszusuchen, die einfach eine coole Idee haben. Und was auch zum Beispiel ziemlich cool wäre, wenn ihr einen Plot baut und das Ganze dann postet und vielleicht selber mit einer, weiß ich nicht, 2, 3 oder 5 Euro Spende irgendwie dann auf Instagram oder auf Twitter oder so postet. Wenn ihr das macht, könnt ihr uns auf jeden Fall taggen, dann retweeten oder reposten wir das. Und wir sind zwar nur eine kleine Community, aber vielleicht kann man auch mit so einer kleinen Community was Cooles machen. Ich meine, wir haben jetzt erstmal mit den 1000 Euro so einen kleinen Anschub für das Projekt gegeben. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen nachhelfen, das wäre super cool. Aber es ist auch cool, wenn ihr einfach bei dem Contest mitmacht und vielleicht helft, dass das Ganze sich ein bisschen verbreitet und so. Wahrscheinlich haben einige darauf gewartet, dass ich endlich sage, wo man die Map downloaden kann. Die ist auf unserer Webseite verlinkt. Da könnt ihr einfach mal bei dem Beitrag, den wir dafür gemacht haben, nachschauen. Da steht dann Download unserer Map und darunter steht Free Download ganz groß. Und da müsst ihr einfach draufklicken und dann als Passwort Nicaragua 2021 eingeben. Und dann könnt ihr euch die Map auch nochmal in-game anschauen. Wie gesagt, wir haben diese Map eigentlich gebaut mit der Intention, dass wir einfach nur sie für ein Bild bauen. Also dass man den Wirbelsturm angucken kann und sehr viel mehr als dieses eine Bild davon kann man damit auch nicht machen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr die andere Map für irgendwelche Projekte oder so verwenden wollt, könnt ihr das natürlich immer gerne machen. Am besten nennt ihr uns und noch cooler ist es, wenn ihr das Projekt vielleicht auch nochmal im Zuge dessen nennt, aber ihr könnt sie auf jeden Fall nutzen, wie ihr wollt. Ja, wir freuen uns, wenn wir euch vielleicht bald auf unserem Server sehen. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer danke, dass ihr uns in letzter Zeit so gut unterstützt. Links oben könnt ihr uns abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Rechts ist ein anderes Video verlinkt. Da verlinke ich diesmal mal das Klimawandel-Video, weil das passt zu der ganzen Thematik ganz gut. Und links unten ist nochmal unser Minecraft-Maps-Shop verlinkt. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt cool, haut rein und cheerio!